Ja, hallo, liebe blumige Grüße hier aus Japan. Ich mache so einen kleinen Sakura-Walk. Ich versuche auch nicht zu wackeln, nur ganz wenige Schritte zu machen, mal kurz stehen zu bleiben, euch das mal ein bisschen zu zeigen. Ja, ich habe mir gedacht, so wunderschöne Blumen, da ist es passend, von Frauen zu sprechen, die wunderschönen Wesen. Mein Gott, Schleim, Schleim. Ja, auf jeden Fall wurde mir die Frage gestellt, wie es um europäische Frauen hier in Japan steht. Beziehungsweise, ich weite das aus, generell um ausländische Frauen hier in Japan. Ich kann nur das wiedergeben, was ich selber an Erfahrungen gesammelt habe. Also sprich, durch das Sprechen mit anderen Studenten und jetzt Arbeitskollegen. Und ich muss sagen, viele Japaner, männliche Japaner, stehen auf, ja, westlich aussehende Frauen, egal ob weiße Schoki, Milchschoki, normale dunkle Schokolade, das ist egal in dem Fall, auch Haarfarbe ist wurscht. Ich muss sagen, sie sind, also viele sind interessiert. Wenn ich so die Kerle zusammenfasse, sagen wir mal, 80% von denen würde sagen, ja, eine ausländische Freundin, ja, wieso nicht? Klar, ich bin interessiert. Aber bleiben immer noch ein paar, die sagen, nein. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, andere Kultur und so weiter und so fort. Auch als Freundin nicht. Aber ich muss sagen, viele von denen, ja, es sind zwar 80%, die sagen, ja, Freundin, aber nur vielleicht die Hälfte von denen sagen, ja, auch heiraten wäre vielleicht drin. Also wenn zumindest von der Kultur her hinhaut, also gewisse Überstimmungen gibt, also Überstimmungen, Überschneidungen. Ja. Dann wäre auch eine Hochzeit mit drin. Der hat aber doof geschaut. Ja, auf jeden Fall. Viele sind da skeptisch. Viele sagen, nein, also zum Heiraten hätte ich gerne eine japanische Frau. Ja, weil man quasi mit ihr, naja, den Rest des Lebens teilt. Heutzutage wird das immer seltener, aber sagen wir mal, die Idee dahinter ist ja noch, ne, die gleiche und deswegen. Nee, was ich damit sagen wollte ist, viele sind skeptisch, weil, ne, die Sprache vielleicht, ne, das haut ja nicht so ganz hin. Dann die Kultur ist anders, Bräuche sind anders. Ah, viele würden sagen so, mendoksai. Also quasi so, umständlich kann man sagen, so ein bisschen unmöglich. Ne? Also, naja. Aber das Interesse ist da, vor allem als Freundin. Vielleicht kann man sie des Besseren belehren und dann auch überzeugen zu heiraten. Also das ist mit drin. Und bei Männern, ich will sie jetzt auch nicht auslassen, wenn es ums Männer geht, auch japanische Frauen interessieren sich für ausländisch aussehende Männer. Aber das ist heutzutage nichts mehr Besonderes. Es wird oft gesehen. Früher war das extremer. Früher gab es ja diese Gaijin Hunters, was früher so Jungs im Internet gerne erzählt hatten. Ja, da kam eine Japanerin auf mich zu und wollte ein Kind von mir und sowas. Ja, das war vielleicht vor 20 Jahren so. Oder vielleicht so eine verrückte Schwanzgeil. Nein, aber das gibt es hier überall. Auch Männer, sie sammeln Trophäen, japanische Männer. Ja, sie sagen, oh ja, ich würde gerne eine, ja, ausländische Frau probieren. Ne? Also ich meine, jetzt vernaschen, aber nichts weiter mit ihr anfangen. Ne? Also sowas gibt es selbstverständlich. Das gibt es ja in jedem Land. Deswegen, ich will jetzt nicht verurteilen, irgendjemanden angreifen, sondern, naja, die Leute können ja machen, was sie wollen. Es gibt ja immer das passende Gegenstück dazu, ne? Ist ja nicht so, dass man die Leute zwingt, mit ihnen dann ins Liebeshotel zu gehen. Ja, das ist in Japan auch so üblich. Ja. Und oft sehr direkt. Ja. Na gut, in Deutschland ja auch. Eigentlich gibt es da keine Unterschiede. Ja, auf jeden Fall gehen Japaner mehr fremd als Deutsche. Das ist extrem. Also Fremdgehen ist hier nicht so verpönt, weil viele heiraten sehr früh, sind mit Ehepartnern nicht zufrieden und dann leben sie zusammen.
also der Ehe, des Ansehens der Familie wegen, leben die dann noch zusammen und vielleicht der Kinder wegen, aber eigentlich lieben sie sich nicht mehr und schlafen vielleicht sogar in getrennten Zimmern und deswegen gehen sie fremd. Ja, da weiß jeder, ja, ach ja, ja, mein Mann hat wieder eine Affäre und sowas. Also ich habe mit meinen Schülerinnen auch gesprochen, sie sind so Mitte 40. Ja, da heißt es, ja, ja, mein Mann, und wenn wir so ein bisschen privater talken, krasse Geschichten kriegt man da zu hören. Ja. Auf jeden Fall, ja, japanische Männer sind an europäischen Frauen, also generell ausländischen Frauen interessiert. Das ist, ja, normal. Ja. Vielleicht in Japan sogar ein bisschen stärker als in Europa, weil in Europa gibt es viele facettenreiche Personen, sagen wir mal. Da gibt es sehr viele Ausländer, ausländisch aussehende Personen. Nicht nur blonde, sondern braunhaarige und dunkelblonde und rothaarige und was weiß ich. Ja, da sieht man ja jeden Tag und da ist es halt nichts Besonderes. In Japan ist es trotzdem noch Besonderes und viele wollen vielleicht, weil sie, ja, weiß ich nicht, neue Erfahrungen machen wollen, wollen sie es halt antesten. Beziehungen eher selten, ernsthafte, aber doch schon vorhanden, selbstverständlich. Aber zum Spaß, das geht immer in Japan. Also generell, das geht immer und überall. Also, ja, darf ich so direkt sein? Ich weiß nicht. Ich habe auch jüngere Zuschauer. Deswegen. Ja gut, ich muss langsam zur Arbeit. Ich habe jetzt 7 Minuten gefilmt. Ich bin spät dran. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin ein paar Tage nicht erreichbar. Ich bin in Fukuoka. Ich versuche da auch was zu filmen, vielleicht hochzuladen. Ich weiß es noch nicht. Deswegen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und nochmal einen Blick auf die Sakura. Ja, ich verabschiede mich dann mal. Schönen Tag noch und schönes Wochenende. Ciao.